Premiere. Das erste Mal fahre ich ins Heimfahrt ohne mein iPhone, weil mein iPhone ja keine Handys mehr auf irgendwelche Rechner überspielt. Bin ein bisschen angesäuert und dementsprechend habe ich jetzt ein anderes Handy. Und zwar ist das kein iPhone, sondern ein... Ich bring's gar nicht über die Lippen. Ich kann es nicht sagen hier. Oh, Alter. Peinlich, aber so ist es halt. Gollum. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Fockerchensheimfahrt Teil 42. Lang kein Fockerchensheimfahrt mehr gekommen, weil ja, wie schon angekündigt oder gesagt, mein iPhone spackt ein bisschen und es gefällt mir gar nicht. Aber jetzt machen wir es halt auf diesem Wege. Ich fahre jetzt los. Um was geht's heute? Heute geht es um Emissionen. Und zwar um Emissionen, die aus dem Auspuff kommen, ganz klar. Aber nicht die, die umweltschädlich sind, sondern um Geräuschemissionen. Wie zum Beispiel diese. Oder diese. Oder diese. Und das Letztere war ich mit meiner Harley. Und das war bis vor kurzem noch Sound für mich. Ich weiß nicht, wie Videoqualität ist oder wie der Klang von dem Handy ist. Das muss ich jetzt alles erst ausprobieren. Das war für mich Sound und es ist es eigentlich immer noch. Sound ist für mich schon auch Leidenschaft. Sound ist für mich ja schon was Faszinierendes. Obwohl ich eh fahre, ist Sound für mich eine akustische Meisterleistung von Motoren, Ingenieurskunst und. Also es hat schon was Faszinierendes, auch für mich noch. Obwohl halt auch sehr viele drüber schimpfen. Jetzt ist Folgendes. Sehr viele verwechseln Sound mit Lautstärke. Es gibt zum Beispiel Vierzylinder, wie jetzt diesen. Die sind einfach nur laut. Ein Vierzylinder, und das ist meine Meinung. Wenn ihr andere Meinung habt, ist das auch okay. Meine Meinung ist, ein Vierzylinder, 2 Liter Vierzylinder hat keinen guten Klang. Er ist einfach nur laut. Und wenn er das DSG hat, das Automatik-Schaltgetriebe da, dieses Doppelkupplung, das Schaltgetriebe hat er, dieses sogenannte DSG-Furzen noch mit dabei. Das ist nervig, weil es hat mittlerweile fast jedes Auto. Es gibt nur einen Vierzylinder im Autobereich, der sich richtig gut anhört, und das ist der Subaru, der alte. Der hört sich richtig gut an. Das ist, glaube ich, ein Boxermotor. Ansonsten ein normaler Vierzylinder-Reihenmotor, 2 Liter TSFI oder wie sie alle heißen, vom Golf GTI, Golf R, AMG A-Klasse, also diese ganz normalen Vierzylinder, die sind nur laut, meines Erachtens. So.
richtig guter Klang kommt für mich erst ab 5-Zylinder, 6-Zylinder, 8-Zylinder, 10, 12-Zylinder, 16-Zylinder. Keine Ahnung, wie viel es noch gibt. Ein richtig guter alter 12-Zylinder Sternmotor. Nein, das ist für mich schon auch Sound. Also nicht verwechseln und auch nicht mir jetzt irgendwie Worte in den Hals legen oder in den Mund legen, die ich so gar nicht meine. Also Sound ist für mich immer noch was Faszinierendes, auch als Motorradfahrer. Ich habe jetzt ein anderes Motorrad. Ich habe extra kein E gekauft, weil ich beim Motorradbereich noch nicht bei E bin. Da bin ich noch nicht so weit. Habe mir eine Yamaha MT-01 gekauft. Auch die hat einen Sound, ist aber bei weitem nicht mehr so laut wie mein Harley. Warum? Weil mein Harley war mir zum Schluss zu laut. Nicht, weil ich es selber als zu laut empfunden habe, sondern das war für mich immer noch Sound. Aber ich wohne in Schwendt. Und in Schwendt geht eine Straße durch das Dorf durch und danach kommt ein Berg. Geht bergauf. Und da sitzen wir am Samstag, Sonntag sitzen wir da und lauschen dem Verkehr. Wir sind nicht in direkter Nachbarschaft von der Straße, aber schon, sagen wir, in guter Hörreichweite. Und für mich ist es zwar so, dass ich sage, Mensch, oh cool, das ist ein alte Duck oder das ist ein Porsche oder das kann man schon auseinanderfutzeln. Das hat für mich schon was. Aber ich verstehe die Leute, die an einer Straße wohnen, vielleicht sogar an einer schönen Motorradstrecke und am Wochenende Hunderte oder Tausende von Motorradfahrern da vorbeirühren. Und jetzt ist es so, dass Motorräder früher leiser waren. Auch Autos waren früher leiser als heute. Rein rein von der Statistik her und von der auf dem Papier her sind Autos heute leiser als früher. Weil Geräusch, Fahrgeräusch und Standgeräusch niedriger sind, als es früher mal war. Stimmt aber so nicht. Weil sehr viele mittlerweile diese Klappenauspuffanlagen haben, so wie auch mein Harley das gehabt hat, auch im Autobereich. Selbst bei normalen Autos gibt es mittlerweile Klappenauspuffanlagen, die das Standgeräusch extrem erhöhen und auch das Fahrgeräusch extrem erhöhen und nur dann zugehen, wann die gemessen werden. Also eigentlich eine VW-Schummelsoftware im Auspuff. Bloß da, dass es halt hier offiziell ist, weil man hört es ja, man weiß ja, dass das Auspuff nicht zu ist. Und das ist extrem mittlerweile. Also es gibt den Hyundai i30 N. N ist sowas wie M bei BMW oder AMG bei Mercedes oder Cupra bei Seat, wobei Cupra jetzt extra Firma geworden ist. Also quasi die sportliche Variante. Und die sportliche Variante von dem i30 hat als Standgeräusch 111 Dezibel. 111 Dezibel. Und das ist richtig, richtig viel. Das Problem ist, dass die Fahrt, während der Fahrt natürlich auch das Ding extrem laut ist. Warum ist das so? Standgeräusch ist ja ein Geräusch, das die Polizei so mal auf die Schnelle messen kann. Fahrgeräusch ist mit einem riesen Aufwand verbunden. Das heißt, muss der TÜV machen, da muss eine abgesperrte Strecke sein, die muss akustisch genauso sein, wie es in den Papieren steht. Es darf so und so viel Meter kein Baum und kein Gebäude oder nichts dastehen, sondern es ist schon ganz extrem exakt bemessen. Und dementsprechend kostet es natürlich auch viel Aufwand und viel Geld. Und das kann eine Polizei im täglichen Straßenverkehr natürlich nicht machen, sondern, Achtung, da war ein Subaru, es muss schnell gehen und es muss, sagen wir mal, schon mal grob eine, die will da rum, da darf man gar nicht, okay, eine gewisse Übersicht geben, ob das Auto jetzt zu laut ist oder nicht, oder Motorrad. Rein gesetzlich gibt es keine Grenze im Standgeräusch. Das heißt, rein theoretisch könnte dein Fahrzeug auch 1300 Dezibel haben im Standgeräusch. Was nicht geht, aber rein theoretisch gar nicht. So.
Aber warum gibt es dann so extrem hohe Standgeräusche? Ganz einfach. Früher war es so, früher hat es keinen Klappenauspuff gegeben. Und dementsprechend fahre ich zum Edeka. Ja. Und dementsprechend war es so, je höher das Standgeräusch, umso schwieriger war natürlich auch das Fahrgeräusch einzuhalten. Jetzt hast du im Standgeräusch ja plus 5, bis zu plus 5 Dezibel, die du haben darfst als Toleranz. Ab 6 Dezibel wird es teuer. Im Fahrgeräusch ist es aber nicht so. Im Fahrgeräusch musst du exakt bis auf 1 Dezibel Toleranz das einhalten. Wenn du das nicht tust, wird es teuer. Standgeräusch wird gemessen. Mittlerweile ja, ich glaube 30 cm oder 50 cm weg und 45 Grad, irgend sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr. Da war es so, durch das keine Klappenauspuffanlagen gab, waren die Standgeräusche verhältnismäßig niedrig, weil die Fahrgeräusche dann nicht eingehalten werden haben können. Ja? Du, wenn du zu viel Standgeräusch hast, hat der Polizist gesagt, okay, du kannst das Fahrgeräusch gar nicht einhalten, es geht gar nicht, rein technisch nicht. Jetzt ist so, jetzt geht's, weil die Klappenauspuffe halt offen sind und im Fahrgeräusch halt einfach zumachen, wenn sie gemessen werden. Jetzt hat der Hyundai 111 Dezibel und das ist ja nicht einmal alles, sondern die spritzen sogar noch künstlich Benzin ein in einem Motor im Schubmodus, um auf dem heißen oder im heißen Auspuff dann noch Explosionen zu verursachen, also Fehlzündungen, dass die halt sich noch sportlicher anhören. Die sind natürlich auch sehr laut. Und da geht mir schon die Frage um, ob es das braucht. Also wir fragen uns in der Arbeit immer, braucht es das? Ja? Der Gesetzgeber will jetzt dagegen vorgehen, mit Euro 5. Da soll es angeblich nicht mehr gehen. Mal schauen, was da passiert. Leistung hat nichts mit Lautstärke zu tun. Weil die Autos mit, keine Ahnung, 200 Novus PS, die könnten auch ihre Leistung bringen ohne diesen lauten Auspuff. Sie wollen halt Emotionen verkaufen, Emotion, ja, verkaufen. Und das geht aber auf die Nerven von den Leuten, die einfach in der Stadt wohnen oder an einer verkehrsreichen Straße. Ich bin immer laut gefahren mit meinem Motorrad, habe die umstellen können mit dem Knopf. War legal, ich bin auch legal laut gefahren, weil die eben in der genauen Messzone zwischen 50 und 80 in dem und dem Gang quasi zugemacht haben und war leise. Ist auch so akzeptiert, passt auch so. Mir selber war sie nicht zu laut, aber ich bin immer öfter auch in Städten mit geschlossener Auspuffanlage gefahren, weil ich mir immer mehr Leute sind mir aufgefallen, die heute halt hinterher geschaut haben und den Kopf geschüttelt haben. Hat das was mit E-Mobilität zu tun, dass ich da vielleicht ein bisschen sensibler geworden bin? Könnte sein. Aber ich bin davon nicht ganz weg, weil die MT-01 hat auch einen Klang, ist auch nicht die leiseste, aber ich werde den Originalauspuff lassen, weil mir der laut genug ist. Ich will unter der Fahrt will ich einfach was hören. Es hat nichts damit zu tun, dass das brüllend laut ist, sondern einfach hören und sehen und zu merken, wann in welchem Drehzahlbereich befindet sich der Motor. In der heutigen Zeit ist es so, dass die Motorräder im Originalzustand oft so leise sind, dass du nicht einmal weißt, welches Drehzahl fahre ich denn jetzt? Wann muss ich denn schalten? Fahre ich übertourig oder untertourig? Das kriegst du erst mit der Zeit mit. Und natürlich mit dem Drehzahlmesser, aber nicht jedes Motorrad hat ein Drehzahlmesser. Mein Harley zum Beispiel hat keine gehabt. Und dass es technisch nicht notwendig ist, ist auch klar, weil gerade Harley zeigt es. Harley hat von Hause aus erst einmal einen sehr, sehr leisen Auspuff. Da hörst du immer, oder hört sich noch nichts an. Er ist halt nicht laut. Ja, ein normaler Harley-Auspuff ist nicht laut. Aber Leute, und das war bei meinem Motorrad auch so gewesen, kaufen sich extra für 2500 Euro plus einen Auspuff, der dann so klingt, wie jetzt die meisten eben klingen. Bei mir war der Auspuff damals schon dabei, weil ich es gebraucht gekauft habe. Selber gekauft hätte ich ihn mir nicht, weil die 2500 Euro verfresse ich lieber. Was man mir auch mittlerweile ansieht. Ja. So. Rein technisch ist es nicht nötig.
Aber es ist nötig scheinbar bei den Leuten, weil die wollen Emotionen kaufen. Der Hyundai i30 ist ein absoluter Verkaufsschlager, weil er preislich jetzt nicht so teuer ist in dieser Leistungsklasse der 275 PS. Aber ich habe schon oft genug gehört, dass die Leute sagen, boah, der ist so richtig laut, den kaufe ich. Sollte jetzt der Gesetzesgeber was dagegen tun? Ja. Es gilt ja auch der Bestandsschutz. Das heißt, wenn ich einen anderen Auspuff drauf mache oder drauf gemacht habe, dann gehört der mir, dann kann mir den auch keiner mehr nehmen. Auch wenn es eine Gesetzesänderung gibt. Ich kann damit laut fahren. Der Verkehr ist nicht nur gefühlt lauter geworden, sondern der ist lauter geworden, weil jedes Auto mittlerweile, also jedes pseudosportliche Auto mittlerweile einen Klappenauspuff hat, jedes Motorrad auch. Sogar die BMWs haben jetzt laute Auspuffanlagen drauf. Und der BMW hat auch keinen Klang. Tut mir leid, der BMW Boxermotor klingt nach nichts. Der klingt einfach bloß und das laut. Wiederum meine Meinung. Früher war es so, du hast Auspuffanlagen als Zubehör bekommen und die haben eigentlich so ziemlich die gleiche Lautstärke gehabt wie die Serienauspuffanlage, bloß dass die vielleicht ein wenig dumpfer war, ein wenig tiefer und dadurch kann sie ein bisschen lauter sein, weil im normalen Messzyklus misst man eigentlich nur die oder eher die mittleren und Höhentonlagen, die Tiefen nicht so. Und deswegen kamen die einen lauter vor, obwohl sie es eigentlich laut messtechnisch fast nicht waren. Die sind einmal ein Dezibel, einmal 2 Dezibel drüber gewesen. Heute ist so, eine Zubehörauspuffanlage nimmt die kompletten 5 Dezibel Toleranz mit und sagt, pass auf, ist ja wurscht, 95 darf das Motorrad haben. Mit meiner Auspuffanlage habe ich 100. Brauche ich nicht einmal eintragen, ist ein IG-ABE und ist noch im Bereich von dem, was ich fahren darf. Weil jeder halt an die Grenze geht mittlerweile. Wenn sich einer ein bisschen auskennt, weiß er, dass bei dieser Lautstärke 3 Dezibel, Unterschied ungefähr eine Verdopplung der Lautstärke machen. Der Unterschied zwischen 60 und 63 Dezibel oder der Unterschied zwischen 100 und 103 Dezibel ist nicht gleich im Verhältnis, sondern der mit den 103 Dezibel ist schon einiges lauter. Diese 3 Dezibel machen mehr aus als diese 3 Dezibel von 60 auf 63. Und dementsprechend werden die Fahrzeuge immer lauter. Ich bin es nochmal. Ich habe mich jetzt eingeschalten, beziehungsweise nochmal eingeklinkt. Das habe ich nur vergessen zum Song, das werde ich jetzt noch mit reinschneiden. Und ich meine nicht die Oldtimer. Also alte Fahrzeuge, die zum Beispiel, keine Ahnung, 40er, 50er, 60er, 70er Jahre. Wer mal von euch schon auf einem Oldtimer-Treffen war, oder wer noch nicht war, der sollte mal schnell gehen, der wird feststellen, dass diese Fahrzeuge bis auf ein paar Ausnahmen, wirklich geringe Ausnahmen, wirklich nicht laut sind. Die sind leise. Das sind also Straßenkreuzer aus den 50er Jahre. Owe, vielleicht siehst du das Video. Ein Chevy Bel Air, 57, 55, keine Ahnung, Cadillac, 68er Baujahr, 59er Baujahr, die waren nicht laut. Die haben einen Klang gehabt, wenn sie unter Last angefahren sind, haben sie schön geblubbert, aber die waren nicht laut. Unangenehm laut, überhaupt nicht. Selbst alte Motorräder. Vor 1954 hat es ja in dem Sinn keine Beschränkung gegeben, rein Fahrzeugschein und Fahrzeugbriefmäßig. Da ist jetzt natürlich der Aberglaube, ich kaufe mir jetzt ein altes Motorrad, irgendeine alte Harley von 1954 und ich kann fahren, so laut ich will. Nein, auch das kann er nicht, weil in der Beschreibung steht drin, unnötiger Lärm oder belästigender Lärm ist zu vermeiden. Und der Auspuff muss eine Schallbedämpfung drin haben, die der Technik der damaligen Zeit entspricht. Und das heißt, die damalige Zeit hat nicht einfach nur Ofenrohre nach hinten rausgeschoben und keine Dämpfung gemacht, sondern die haben damals schon auch Dämpfer gehabt.
keine großen, nicht besonders technisch aufwendig, aber die Dämpfer waren da. Und Fahrzeuge, auch aus den 40er Jahren, sind nicht laut. Wirklich nicht. Das sind die neuen Autos, obwohl sie laut scheinen, eigentlich viel leiser eingetragen sind, sind da deutlichst lauter. Jetzt kann ich mich natürlich leicht reden und sagen, naja, jetzt, oder werdet ihr vielleicht sagen, jetzt fahrt ihr kein Harley mehr und jetzt macht ihr hier auf Moralaposteln, will ich eigentlich gar nicht. Aber muss der Gesetzesgeber was machen? Ja. Und zwar denke ich daran wirklich an die Leute, die absolut genervt sind von den Hunderten und Tausenden Motorradfahrern, die da rauf und runter und rauf und runter fahren. Wenn du mal zur Kathi fahrt, in die Fränkische, und als Motorradfahrer sieht man ja, wie viele Motorräder da fahren. Und wenn du da daneben stehst oder dein Haus da auf dieser Strecke hast, glaube ich, wirst du wahnsinnig. Und der Gesetzesgeber sollte eigentlich, und das würde jetzt viele Daumen nach unten geben, aber das ist mir egal, sollte eigentlich auch den Bestandsschutz auflösen. Dass man auch im Nachhinein laute Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen kann, die wirklich extrem laut sind. Und ja, ich bin bis jetzt auch laut gefahren. Und bloß weil ich es jetzt nicht mehr so tue, kann ich das leicht fordern. Ich verstehe euer Argument auch und eure Kommentare natürlich auch. Zum Schluss bin ich mit meiner Harley eigentlich grundsätzlich geschlossen gefahren. Nicht, weil es mir nicht gefallen hat oder weil es mir zu laut war, sondern einfach, weil ich die Leute, die am Straßenrand mit dem Kinderwagen vorbeifahren oder mit dem Hund spazieren gehen, einfach keinen Kollaps kriegen sollen. So weit bin ich mittlerweile schon. Immer noch kein Öko und immer noch kein Moralapostel, weil die MT-01 ja auch einen Klang hat und auch nicht lautlos ist. Schön war, dass ich mit der Harley das eben eine Zeit lang probiert habe, also wirklich geschlossen zu fahren. Und ich mir am Anfang zwar ein bisschen umgewöhnen haben müssen, aber eigentlich vom Feeling her hat mir nichts gefehlt. Ob ich jetzt laut oder leise gefahren war, das Feeling war absolut identisch. Und das hat für mich dann die Erkenntnis gebracht, Focker, du brauchst nicht mehr so brüllend durch die Gegend fahren, es geht leiser auch. Es macht genauso Spaß, das Motorrad geht genauso gut. Ich komme genauso von A nach B und ich habe trotzdem genauso ein Grinsen auf, wenn ich aussteige oder absteige, als würde ich da so plärrend rumfahren. Was ist eure Meinung? Lärm, ja klar, vermeidbarer Lärm ist eine andere Sache. Und schreibt es in die Kommentare rein. Würde mich freuen, bleibt sachlich, ganz wichtig. Und ich habe vor, derjenige, der das Video wirklich bis zum Schluss geschaut hat, das sind gute 20 Minuten jetzt, Respekt, danke fürs zu Ende schauen und ich habe vor, vielleicht dann im Frühling oder sowas, mal ein kleines Treffen zu veranstalten auf der Kartbahn bei uns in Wackersdorf mit, keine Ahnung, 10 Leuten, wir müssten 10 Leute sein und dann könnten wir eine Stunde lang mal mit die Karts mal ein Rennen fahren. Wenn ihr Lust habt, schreibt es mit unter den Kommentare oder am besten eine E-Mail. Und dann machen wir mal was aus vielleicht. Würde mich freuen, einfach mal was anderes machen, die Leute kennenlernen, Spaß haben. Danach kann man dort direkt was essen. Die haben eine ganz gute Speisekarte. Und die sind auch mit Verbrenner, aber nicht ganz so laut. Und in der Halle passt wunderbar, da stellen wir keinen. Das war's schon. Schon ist gut gesagt. Servus sagt locker. Euer leiser Focker. Naja, fast leise.